Spezialpreis für Charlotte Wiedemann. Und die Laudatio hat Ines Pohl, Jurymitglied und Chefredakteurin der Deutschen Welle. Schönen guten Abend, Frau Wiedemann. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht therapeutisch. Als Chefredakteurin der Deutschen Welle, die ja zuständig ist für die ganze Welt, letztendlich aus 60 Ländern in 30 Sprachen berichtet, sind Ihre Werke wirklich Standardlektüre. Wir haben das jetzt, glaube ich, durch die Einführung gut gesehen, wie breit Ihre Berichterstattung ist, aber auch wie tief Sie eindringen. Man kann wirklich ganz, ganz viel lernen, wenn man sich die Zeit nimmt und sich es gönnt, sozusagen Ihre Bücher und natürlich auch Ihre Texte zu lesen. Sie schreiben, Verklärung ist die kleine Schwester der Dämonisierung. In Ihrem aktuellen Buch, Der neue Iran, eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten. Ein Satz, der sich wie eine Leitmelodie durch Ihre Arbeit zieht. Profund, mit großer Liebe zu Menschen und Details, laden Sie Ihre Leserinnen und Leser ein, in islamische Lebenswelten einzutauchen, sie zu schmecken, zu riechen, zu hören. Dabei waren Sie bei aller Zugewandtheit genau jene professionelle Distanz, die es braucht, um den Blick nicht zu verklären. Das ist, wenn es um Iran geht, für ein deutsches Publikum besonders wichtig, eben weil die Verklärung genau das ist, die kleine Schwester der Dämonisierung. Ihr aktuelles Buch, Der neue Iran, zerreißt die landläufigen Vorurteile, die es über das Land gibt. Charlotte Wiedemann legt so die Begründung der Jury, das Porträt der iranischen Gesellschaft jenseits des Staatsapparates vor. Es ist ein faszinierendes Porträt, das Porträt einer Gesellschaft im Aufbruch voller Neugierde und einer Sehnsucht nach Öffnung. Es gelingt der Autorin auf, ich zitiere, scharfsinnige und lehrreiche Weise zu zeigen, wie aus dem Iran trotz autoritärer Regierung ein modernes, ein dynamisches, ein weltoffenes Land wird. Sie berichtet aus einer Weltregion, die dem Westen entrückt war. Sie porträtiert, sie analysiert, sie öffnet uns Türen und Fenster und schafft damit ein Fundament, um eine sich wandelnde Gesellschaft tatsächlich zu verstehen. Das ist wunderbarer, kluger, politischer Journalismus. In keiner Analyse von Konfliktherden und Kriegsgefahren fehlt die Erwähnung von Iran in diesen Wochen und Monaten, nicht nur wegen eines Donald Trump. Allein deshalb, liebe Charlotte Wiedemann, ist es also an der Zeit, dass wir versuchen, dieses Land und seine Menschen zu verstehen oder, und hier zitiere ich eine persische Wendung, die ich durch Sie kennengelernt habe, es ist Zeit, dass wir unsere Augen waschen. Herzlichen Glückwunsch. Charlotte Wiedemann, kommen Sie zu uns. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Charlotte Wiedemann. In Ihrem aktuellen Buch, Der neue Iran, da beschreiben Sie den Iran als modernes, weltoffenes Land. Wo sehen Sie denn die größten Anzeichen für diesen Wandel, der da offensichtlich gerade stattfindet? Also der größte Wandel ist in der Regel dort, nicht nur was den Iran betrifft, wo wir ihn gerade nicht vermuten, nämlich bei den Frauen. Die gut gebildeten und sehr oft auch Frauen mit akademischem Abschluss in Iran haben die Gesellschaft sehr verändert. Und ich glaube, jeder, der in das Land mal, jeder, der mal hinfährt, der merkt es auch.
Und für mich ist es nur etwas, was nicht nur für Iran gilt, sondern ich bedauere es eigentlich sehr, dass gerade die Rolle der Frauen, der Musliminnen so sehr in diesen europäischen Kulturkampf um den Islam geraten ist. Und ich finde das in einer gewissen Weise tragisch unzeitgemäß, weil sich gerade bei den Musliminnen so viel entwickelt und so viel Aneignung von es von Leben und auch von Religion gibt, wie eigentlich niemals zuvor. Und ja. Wie schaut man denn von dort auf uns, auf Europa, auf den sogenannten Westen? Von wo aus jetzt genau? Aus dem Iran, also der Blick sozusagen zurück. Wie beurteilen die unsere Lebenswelten oder was für Vorstellungen haben die von uns? Also ich mache es ein kleines bisschen konkreter. Ja. Im Augenblick gibt es, glaube ich, aus Iran eine sehr große Erwartung, dass Europa, auch speziell Deutschland, zu dem Atomabkommen steht, was Trump gerade in Frage stellt. Und von daher sind eigentlich die ohnehin ganz guten Beziehungen, die die Iraner aus ihrer Sicht zu Deutschland haben, sind im Augenblick eigentlich auch ein bisschen so ein Hoffnungsanker. Wie nehmen Sie denn die Berichterstattung hierzulande gerade über islamisch geprägte Länder wahr und auch über die Menschen, die von dort zu uns kommen, wenn Sie so die Medien hier in Deutschland betrachten? Wie würden Sie das beurteilen? Ich gehe vielleicht einen Augenblick zurück. Also für mich war die Situation speziell 2003, als ich damals aus Südostasien zurückkam, war eigentlich, dort war die Islamfeindlichkeit, die ich vor allen Dingen in den Medien empfunden habe, war damals eigentlich für mich mit der Hauptanlass, dass ich dann versucht habe, ziemlich systematisch Länder kennenzulernen, in denen der Islam von einer Mehrheitsgesellschaft gelebt wird und eben nicht als eine Diaspora-Religion. Und es ist bis heute eigentlich so geblieben, dass leider sehr viele Leute über Islam reden, die wirklich überhaupt nichts davon verstehen. Und ich glaube eigentlich, wir gerade auch in den Medien, und ich glaube, wir wären wirklich ein ganzes Stück weiter, auch um diesen Kulturkampf etwas einzunehmen, wenn vielleicht mal ein halbes Jahr lang alle Leute einfach den Mund halten würden, die nichts von Islam verstehen. Vielen herzlichen Dank, Charlotte Wiedemann. Danke Ihnen. Danke. Nehmen Sie noch Ihren Preis mit.